2 Jahre hat sich EA Ghost für Need for Speed Payback Zeit gelassen. Und man hat vor allem in einem Punkt auf das Feedback von Spielern gehört, die mit dem mitunter peinlichen Drehbuch kämpfenden realen Darsteller der Zwischensequenzen aus dem Vorgänger wurden durch virtuelle Kollegen ersetzt. Und nicht nur das, auch das Drehbuch ist besser. Aber besser ist nicht automatisch gut. Selbst wenn man die Fast and Furious Filme als Maßstab nimmt, die sich nicht gerade durch interessante Dialoge oder Geschichten auszeichnen, ist die Payback-Story um Rache und Verrat nicht nur schwach, sondern auch mit größtenteils lahmen Klischee-Dialogen zugestopft, die in der deutschen Fassung mit einer aufgezwungenen Flapsigkeit zusätzlich an Qualität einbüßen. Bei den Hauptmissionen versucht man ebenfalls immer wieder durch geskriptete Actionsequenzen die Intensität der Filme mit Vin Diesel und Dwayne Johnson zu reproduzieren. Das gelingt aber zum einen nur eingeschränkt. Und zum anderen wird man schon in den ersten Minuten darauf konditioniert, dass Payback in diesen Situationen die Kontrolle übernimmt. Es wäre allerdings ungleich spannender und intensiver gewesen, wenn man als Spieler dafür sorgen müsste, die Anforderungen zu erfüllen. EA Ghost lässt sich bei den Inhalten, die man in der offenen Welt vorfindet, allerdings nicht nur bei Fast and Furious, sondern auch in der eigenen Vergangenheit der Serie sowie anderen ähnlich gelagerten Rasern wie Forza Horizon, Burnout Paradise und vor allem The Crew inspirieren. Man kann zum Beispiel durch Plakatwände brettern, man darf an Blitzanlagen Geschwindigkeitsrekorde aufstellen oder sich an Zeitherausforderungen und Driftpunktzahlen versuchen. Tell me, soldier, drifting or rebellion? What's the connection? Drifting is about toying with control, the balance between power and chaos. It's the social libertarianism of motorsport. Nice speech. I even understood some of it. Über die Quantität der Nebenmissionen kann man sich nicht beschweren, wenn man die überladene Karte öffnet, bei denen man allerdings auch über Reiter wichtige Informationen filtern darf. Bei der Qualität hingegen schafft man es nur selten, die Vorbilder zu erreichen. Wo andere Spiele ihre Nebenaufgaben zelebrieren und sie zu einem integralen Bestandteil der Spielwelt machen, wirken sie hier belanglos und wie etwas, das man auf dem Weg zur nächsten Hauptmission mal mitnimmt. Und damit sind sie im schlimmsten Fall unnötig. Eine positive Ausnahme stellen die Fahrzeugwracks dar, die man über Hinweise finden muss, bevor man nach den nötigen Ersatzteilen suchen kann und schließlich den Boliden in seinem alten Glanz erstrahlen lassen zu können. Bei den Hauptmissionen, die man über den Verlauf der gut 15 bis 20 Stunden dauernden Kampagne erlebt, mischt man klassische Need for Speed Elemente mit dem, was Ubisofts The Crew zu einem erfolgreichen sogenannten CarPG gemacht hat. Um in der Geschichte vorwärts zu kommen und die überdramatisierten Missionen des Kampfes gegen ein Wettkartell freizuschalten, muss man die verschiedenen Gangs besiegen, die sich alle auf bestimmte Bereiche wie zum Beispiel Offroad, Straßenrennen, Dragrennen oder Driften spezialisieren. Um Erfolg zu haben, spielen die Fahrkünste im Rahmen der positiv auffallenden Arcade-Fahrphysik allerdings nur eine eingeschränkte Rolle. Viel wichtiger ist, wie hoch der Leistungsindex des eigenen Fahrzeugs ist. Vor allem bei Straßenrennen und den Drag-Wettbewerben sieht man nur noch die Rücklichter der Gegner, wenn man mit einem untermotorisierten Boliden unterwegs ist. Abhilfe schafft ein Abstecher in den Tuning-Shop, wo man neue Bauteile in 6 Kategorien für Credits erstehen kann. Allerdings werden diese Bauteile mit ihren Boosts in sekundären Bereichen, wie in The Crew, auch als Belohnung für erfolgreiche Missionen ausgeschüttet. Sprich, da Geld vor allem in den ersten Stunden knapp ist und man diese sogenannten Speedkarten auch eintauschen kann, wird der Grundstein für einen Grind gelegt, der bis zum Ende anhält. Die späteren Kontrahenten liegen deutlich über der per normalem Missionsfortschritt erzielten eigenen Leistungsklasse. Zusätzlich nervt, dass man für jeden Wettbewerb ein eigenes Auto benötigt. Die Driftkarre kann nicht für Straßenrennen verwendet werden. Innerhalb der Hauptmissionen darf man das Fluchtauto nicht für Drag Racing nutzen, obwohl es vielleicht die besseren Beschleunigungswerte besitzt. Alles wirkt, als ob EA Ghost irgendwo den Designfaden verloren und stattdessen auf das Motto "Mehr ist besser" gesetzt hat, anstatt ein fokussiertes und gut inszeniertes Rennspektakel abzuliefern. Oder aber man wollte die Aufmerksamkeit auf die sogenannten Lieferungen lenken, die man als Basisvariante in bestimmten Abständen gratis erhält, aber auch für Echtgeldeinsatz bzw. den Umtausch in entsprechende Punkte als Premium-Pakete erhalten kann. Doch bevor die Aufregung zu groß wird, im Wesentlichen enthalten sie Credits, Umtauschmarken für Upgrades sowie kosmetische Verschönerungen. Unter dem Strich nichts, wodurch das normale Spielerlebnis gestört wird. Zumal das visuelle Tuning keinerlei Auswirkungen auf irgendwelche Elemente in der Payback-Welt hat. Diese ist übrigens durchaus ansehnlich und bietet auf allen Konsolen eine hohe Sichtweite sowie eine stabile Bildrate. Je nach System gibt es allerdings mitunter deutliche Unterschiede hinsichtlich Zeichendistanz und dem deutlich erkennbaren Aufploppen von Detailtexturen. Was angesichts der angesprochenen hohen Sichtweite von einem kleinen Störfaktor auf One X oder PS4 Pro zu einem nervenden Nebenkriegsschauplatz in manchen Gebieten werden kann, wenn beinahe im Sekundenrhythmus die Texturen auf Gebirge
und sogar den Asphalt gelegt werden. Unter dem Strich ist Need for Speed Payback ein zu häufig bemüht wirkender Versuch, ein Best-of der Open-World-Rennspiele mit dem Flair der Fast and Furious-Filme zu verbinden. Man kann dank der gelungenen Arcade-Physik, die vor allem beim Driften ihre Stärken ausspielt, Spaß haben, doch EA's Ghost Studio schafft es nicht, alle Elemente zu einem kohärenten Spielerlebnis zu verknüpfen, während man visuell auf allen Konsolensystemen noch Luft nach oben hat. Yeah, left Hollywood, yeah, back to the fiends.